Grüß Gott, meine Damen und Herren. Über Wien hat sich bis vor wenigen Minuten noch jener wunderschöne Vorfrühlingshimmel gespannt, wie in den letzten Tagen immer. Aber jetzt hat es zu regnen begonnen, während hier im Herzen der Stadt die allerletzten Vorbereitungen für die Beisetzungsfeierlichkeiten von Österreichs letzter Kaiserin und Ungarns letzter Königin getroffen werden. Der ORF berichtet in den nächsten Stunden bis ca. 19.15 Uhr darüber. Kaplan August Paterno, Hugo Portisch und Horst Friedrich Mayer werden die Sendung kommentieren. Schon gestern hatten sich ja ebenso wie in den Tagen davor in Kloster Neuburg Tausende, ja Zehntausende Menschen gedrängt, um einen letzten Blick auf die Verstorbene zu werfen. Der Hubschrauber überfliegt jetzt genau jene Strecke im Stadtzentrum, die der Kondukt, der sich an das Requiem anschließt, dann nehmen wird. Ein seltsamer Zufall will es übrigens, dass jenes Requiem um 15 Uhr beginnt, also genau zur Sterbestunde ihres Mannes. Kaiser Karl ist ja am 1. April 1922 auf der portugiesischen Insel Madeira gestorben. An das Requiem im Stephansdom schließt sich dann ein Trauerzug an. Ich habe es schon erwähnt, Sie sehen jetzt, wie sich vor dem Stephansdom am Stock im Eisenplatz, vor der Kirche, vor dem ältesten Fassadenteil der Kirche, die Leute zum Teil schon seit vielen Stunden angestellt haben, um wenigstens einen Blick auf den Kondukt werfen zu können. Wien, die Bundeshauptstadt der Republik, die Residenz und Hauptstadt von einst, über ihre Rolle zum Herrscherhaus, zu den Habsburgern, wird heute im Lauf der Sendung noch einiges zu sprechen sein. Regen also, ich habe es schon erwähnt, Regen seit wenigen Minuten. Es dürfte nicht ganz so schlimm gewesen sein, denn ein Blick aus den Fenstern des Studios hat gezeigt, dass die großen grauen Regenwolken wieder abgezogen sind. Hätte es so weiter geregnet, wäre das vermutlich für den Gesamtablauf dieser Zeremonie eine erhebliche Störung gewesen. Der Trauerzug selbst, ich habe es schon einmal erwähnt, der Trauerzug selbst wird am Stephansplatz beginnen. Die Kamera zeigt uns jetzt eben verschiedene Ansichten aus dem Stadtzentrum selbst. Das ist das Spalier der Neugierigen, genau vis-à-vis vom Riesentor der Stephanskirche. Dahinter die kleine Uhr. Sie sehen, wir sind live drauf, wenn Sie genau auf die Uhr blicken. Der Stephansdom, jenes Haus zum goldenen Becher im Vordergrund, das in der Geschichte der Stadt auch schon seine Rolle gespielt hat. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Regenwolken ziehen ab. Das ist der Stephansdom von einst, so wie er den alten Wienern im Gedächtnis geblieben ist, der Stephansdom von Rudolf von Alt gemalt. Und wir werden Ihnen jetzt in zeitgenössischen Darstellungen nochmals die Strecke zeigen, die der Kondukt zurücklegen wird, wie er einst im alten Wien ausgesehen hat. Der Kohlmarkt, der Michaelerplatz, der Blick eigentlich vom Michaelerplatz über den Kohlmarkt Richtung Graben. Der Kondukt wird vom Graben kommend sozusagen in unsere Richtung sich bewegen. Rechts die Michaelerkirche und als nächstes der neue Markt im Vordergrund der Donnerbrunnen. Und rechts im Hintergrund sehen Sie den Eingang in die Kapuzinerkirche und in der Kapuzinergruft wird der Sarg mit der letzten österreichischen Kaiserin und ungarischen Königin dann auch beigesetzt, bestattet werden. Übrigens auf diesem neuen Markt, im Haus Neuer Markt Nummer 2, dort hat Josef Haydn jene Melodie komponiert, die bis 1918 als Volkshymne immer gesungen wurde. Der Kondukt nimmt, wir zeigen es Ihnen hier auf dieser Karte, folgenden Verlauf. Er beginnt am
Stephansplatz führt über den Graben zum Kohlmarkt, führt dann am Kohlmarkt, an den Häusern des Kohlmarkts vorbei, an der Peterskirche, die Sie jetzt im Bild sehen. Und hier können wir einen Blick auf den Graben werfen, im Vordergrund die Pestsäule. Wir sehen also praktisch über den Graben Richtung Stock im Eisenplatz. Ein Schwenk über die Dächer. Wir schauen in die östliche Richtung, über die Dachlandschaft. Der spitze Turm im Hintergrund, das ist die Augustinerkirche. Der Turm der Michaelerkirche. Wir blicken über den Kohlmarkt Richtung Hofburg. Die Kuppel der Hofburg. Und hier haben Sie es wieder auf der Skizze. Der Kondukt wird sich dann den Kohlmarkt entlang zum Michaelerplatz begeben und am Beginn der Herrengasse vorbeiziehen, jener Herrengasse, die auch in unserer jüngeren Geschichte oft Schauplatz dramatischer Ereignisse gewesen ist. Ja, die Herrengasse hat eine besondere Beziehung zu der gar nicht weit entfernt liegenden Burg. Sie ist sozusagen das Pendant, das Gegenstück zum Herrscherhaus. Hier in der Herrengasse haben sich immer wieder jene versammelt, die am Herrscherhaus auch etwas auszusetzen, von ihm zu fordern hatten, auch manchmal gegen dieses Haus aufgetreten sind. Weniger energisch und sehr energisch. Im Sturmjahr 1848 wurden in der Herrengasse, im Landhaus dort, im niederösterreichischen Landhaus, die niederösterreichischen Stände von den Studenten beflügelt, zu großen Forderungen an das Herrscherhaus aufgefordert. Hugo Portisch, ich muss Sie unterbrechen. Während uns die Kamera ein Bild des Kaiser-Joseph-Denkmals und des Josefsplatzes und der Nationalbibliothek gezeigt hat, hören wir im Hintergrund schon die Glocken der Kirchen in der Innenstadt läuten. Und ich glaube, man hört auch bereits die Pummerinnen. Ja, das ist ein Blick, der links die Albrechtsrampe zeigt, die Augustinerkirche. Und wir sehen es auf der Karte jetzt wieder. Der Kondukt wird die Albertina entlang ziehen und wird dann nicht ganz bis vor zur Oper in die Tegetthoffstraße einschwenken. Wir können es jetzt nochmal sehen. Der Turm, das ist die Michaelerkirche, links am Bildrand. Und da unten, am unteren Bildrand, der jetzt gleich ins Bild kommen wird, wird der Kondukt dann über die Tegetthoffstraße einschwenken zum Neuen Markt und links das rötliche Gebäude hinten mit dem steilen, dunklen Dach, das ist die Kapuzinerkirche und das ist die Kapuzinergruft. Die letzten Regentropfen konnten wir eben sehen und die Karte zeigt es uns eben nochmals. Die Kapuzinergruft von außen. Hier werden die Bestattungsfeierlichkeiten enden. Einsegnung durch Kardinal König in der Kapuzinergruft, anschließend dann die Beisetzung in der Gruft selbst, letztlich im engsten Familienkreis. Der Eingang in die Kirche, der Blick durch die Augustinerstraße. Für die Nicht-Wiener sage ich es, wenn sie jetzt geradeaus vorgingen, würden sie letztlich an der Oper vorbeigehen. Und jetzt sind wir direkt in der Kapuzinergruft, der Marmorsarg Kaiser Franz Josefs, 1830 bis 1916, hat er gelebt. Links der Sarg seiner Frau, der Kaiserin Elisabeth. Und rechts, wir werden ihn gleich ins Bild bekommen, der Sarg seines Sohnes, eigentlich des Erben eines großen Reiches, der in Meiering
gestorben ist, wie er gestorben ist, die Einzelheiten dieses Meierling-Rätsels beschäftigt noch immer nicht nur die Historiker. Und das, Hugo Portisch, ist ein Rückblick. Das ist der Rückblick auf das Begräbnis von Kaiser Franz Josef, ja, November 1916. Diese Aufnahmen stammen vom 21. November 1916. Es ist das Sterbezimmer des Kaisers Franz Josef. Wir sehen hier den Kaiser aufgebahrt im Schloss Schönbrunn, bevor er eben überführt wurde in die Hofburgkapelle. Die Hofburgkapelle bekanntlich in der Hofburg selber. Daher ist der Trauerkondukt durch das äußere Burgtor geführt worden, das schwarz drapiert war. Hier die Aufbahrung in der Hofburgkapelle mit den Kronen des Reiches, hier die ungarische Stephanskrone, die österreichische Kaiserkrone, es gab aber auch die böhmische Krone, wenn auch nicht so stark im Vordergrund, was ja leider signifikant war für die Monarchie. Hier wird der Sarg mit der sterblichen Hülle des Kaisers in den Hof getragen und in den Leichenwagen gehoben. Übrigens das Pferd des Kaisers, dieses Pferd ging im Trauerzug mit, gleich hinter dem Leichenwagen, gesattelt, aber ohne Reiter. Hier sehen wir den Trauerkondukt, der von der Hofburgkapelle heraus über den Heldenplatz in Richtung Ring marschiert. Es sind die Leibgarden, die österreichischen und die ungarischen, die den Trauerzug begleiten. Sehr farbenprächtig, eigentlich damals berührend. Es war 1916, auf den Schlachtfeldern sind viele Menschen gestorben. Hier entfaltet die Monarchie noch einmal einen Prunk in der Trauer, wie zu alten Zeiten. Aber gleichzeitig sollte ja dieses Begräbnis auch so etwas sein wie eine Manifestation der Einheit des Reiches, daher auch Verbände aus fast allen Teilen des Reiches. Nominell waren sie alle da. Im Vordergrund standen in erster Linie die Ungarn und die deutschen Österreicher. Hier biegt der Trauerkondukt auf der Ringstraße ein. Er ging damals also nicht den kurzen Weg, sondern den langen Weg über die gesamte Ringstraße hier vorbei an der Staatsoper. Wir sehen schon, dass es Krieg ist. Entlang der gesamten Strecke stehen die Soldaten in Feldgrau, vor der Oper ein besonderer Verband. Hier entlang dessen, was damals das Kriegsministerium war, ging der Zug zum Franz-Josefs-Quai. Es war der Zug über eine Ringstraße, die man auch hätte nennen können, die Straße Kaiser Franz Josefs, denn in seiner Regierungszeit sind fast alle die großen Prachtbauten auf der Ringstraße entstanden. Hier trifft der Trauerkondukt vor dem Stephansdom ein. Der Sarg wird in den Dom getragen, um dort eingesegnet zu werden. Übrigens auch hier der Trauerwagen, der auf die Seite geführt wird mit dem, gesattelten Pferd ohne Reiter. Hier treffen die Trauergäste ein, die damals anders kamen als heute in ihren Uniformen. Es waren die Fürstenhäuser der verbündeten Staaten. Wir sind ja mitten im Weltkrieg. Die Fürstenhäuser verbündeten Staaten vertreten hier. Also alle deutschen Fürsten, Bulgaren, der deutsche Thronfolger kam auch, nicht Kaiser Wilhelm, wohl aber der deutsche Thronfolger. Und es kamen natürlich die Vertreter der Königshäuser der neutralen Staaten. Dazu gehörten damals die Niederländer, die Schweden, natürlich die Norweger. Und es kamen die Herrschaftshäuser, Vertreter der Herrschaftshäuser der Türkei und Bulgarien. Hier sehen wir Kaiser Karl mit Zita im schwarzen Schleier und dem kleinen Thronfolger, damaligen Thronfolger Otto. Hugo Portisch, die Bildregie hat ausgeblendet, denn in diesen Augenblicken beginnt in der Stephanskirche das vom Wiener Erzbischof Kardinal Grohe zelebrierte Requiem. Die Familie nimmt daran natürlich ebenso teil wie zahlreiche Gäste aus dem Ausland, die wir Ihnen dann im Einzelnen vorstellen werden. Aber auch die Republik Österreich ist vertreten. Das Mozart-Requiem, dirigiert von Domkapellmeister Planiavsky. Ich habe es gesagt, die Republik Österreich ist vertreten. Bundespräsident Waldheim. Und hier sehen Sie den Sarg der Kaiserin. In der Mitte nicht mehr vor dem Friedrichsgrab stehend,
davor die beiden Orden, das war der Elisabeth-Orden und der Sternkreuz-Damen-Orden. Ich hatte es schon erwähnt, die Republik ist vertreten. Bundespräsident Waldheim, sein Amtsvorgänger Rudolf Kirchschläger, Vizekanzler Mock, die Minister Flemming, Tuppi, Riegler und Neisser, die Landeshauptleute Kreiner, Ratzenberg und Ludwig und der Wiener Bürgermeister Helmut Zilk. Auch FPÖ-Obmann Haider wird am Requiem teilnehmen. Sie werden es dann hören, bei den Lesungen und bei den Fürbitten wird die Vielfalt der Sprachen der Habsburger Monarchie zum Ausdruck kommen. Kardinal Grohe, der das Requiem zelebrieren wird, die Altbischöfe von Chur, von Feldkirch, Bonderach und Wächner. Mit beiden hatte die letzte Kaiserin ja immer wieder viel Verbindung gehabt. Bischof Wächner hat sie oft besucht, als sie noch nicht nach Österreich reisen durfte. Und Stift Zitzers, wo sie auch gestorben ist, gehörte zur Diözese Chur. Als weitere Mitzelebranten wurden uns Pater Peter Döbrenthal und Stefan Sommer aus Heiligen Kreuz genannt und beim Requiem anwesend sind auch noch der ungarische Primas Paschkai, der Eisenstädter Bischof Laszlo, der Salzburger Alterzbischof Berg und aus dem Ausland der Kapitelvikar aus Brünn, dann Bischof Jaworski aus Katowice, Bischof Stimpfle aus Augsburg und die Wiener Weihbischöfe Krenn, Kretzel, Kuntner und Moser. Zur herrlichen Musik von Mozart singt der Chor: Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leucht ihnen. Denn dir, o Gott, gebührt dein Loblied in Zion. Dir erfülle man seine Gelübde in Jerusalem. Erhöre mein Gebet, zu dir kommt alles Fleisch. Und Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Kaiserin Zita war ja eine Frau, die ihr Leben lang einem starken Glauben gestanden hat, versucht hat, ihr oft leichtes, nicht leichtes Leben im Glauben zu bewältigen, aus der Heiligen Schrift heraus die schweren Dinge zu erklären. Herr, erbarme dich unser hineingenommen, sind alle die Fehler, auch die wir Menschen machen, auch eine Kaiserin. Aber sie werden erhöht durch die Barmherzigkeit Gottes, die Liebe zu den Menschen, denen er viel Verantwortung gegeben hat. Thank you.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir sind versammelt, um Christi Tod zu verkünden und seine Auferstehung zu preisen, in der Hoffnung auf sein Kommen in Herrlichkeit. Wir haben uns versammelt, mit uns aber ist im Geiste auch der Heilige Vater, der durch den hochwürdigsten apostolischen Nuntius in Österreich uns für diese Stunde, im Besonderen der Trauerfamilie, aber für alle sein Wort und seinen Segen mitteilt. Ich habe die Ehre, den Brief des hochwürdigsten Herrn Nuntius zur Verlesung zu bringen. Wien am 31. März 1989, Kaiserliche Königliche Hoheit, aus Anlass des feierlichen Requiems für die Mutter Eurer Hoheit, der Apostolischen Kaiserlichen Königlichen Majestät Zita von Habsburg, hat mich seine Heiligkeit Papst Johannes Paul II. Damit beauftragt, ihn persönlich bei den Begräbnisfeierlichkeiten zu vertreten und mich ersucht, Eurer Hoheit und allen Mitgliedern Ihrer hehren Familie sein Beileid auszusprechen und sie seiner Gebete für die Seele der Verstorbenen zu versichern. Der Papst gedenkt des eindrucksvollen Zeugnisses des Glaubens und der christlichen Frömmigkeit, das die verstorbene Kaiserin gegeben hat, und erteilt im Licht der erhabenen Verheißungen des auferstandenen Christus den Familienangehörigen und allen, die am liturgischen Begräbnisritus teilnehmen, seinen tröstenden apostolischen Segen. Im eigenen Namen entbiete ich Eurer Hoheit und der ganzen Familie meine innigste Anteilnahme und versichere, dass ich beim heiligen Messopfer der Seelenruhe der Heimgegangenen gedenken werde. Michele Cecchini, Erzbischof, Apostolischer Nuntius. Nach diesem Gruß und Zeichen der Verbundenheit des Heiligen Vaters wollen wir Gott bitten, sich unser zu erbarmen, wollen die Seele der Verewigten seiner gütigen, erbarmenden Barmherzigkeit empfehlen und um Vergebung unser aller Sünden bitten, in der Hoffnung, dass diese heilige Liturgie einmal in der himmlischen Liturgie zu einem ewigen Lobpreis und Dank für Gottes Gnade sich vollenden möge. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, in Worten und Werken, durch meine große Schuld. Darum bitte ich Sie, die Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen, euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott,
In diesen österlichen Tagen hat unser Glaube an die Auferstehung deines Sohnes neue Kraft empfangen. Stärke in uns die Hoffnung, dass wir mit unserer Schwester Zita zum ewigen Leben auferstehen werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, der Nazoräer, den Gott vor euch beglaubigt hat, durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selber wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tode festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge. Und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen.